Eine irre Geschichte, ein Laserschweißgerät für 1.999 Euro. Das hat der chinesische Hersteller X-Photonics Anfang des Jahres angekündigt. Man konnte sowas bei einer Kickstarter-Kampagne vorbestellen. Gab es verschiedene Versionen, verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe damals schon gedacht, so ein Gerät musst du unbedingt mal ausprobieren. Da gab es so viele Werbevideos zu. Und mein Zuschauer Severin, der hat sich damals tatsächlich so ein Gerät bestellt. Und jetzt wird es richtig, richtig gut. Er hat das Gerät jetzt bekommen, ist die nächsten 3-4 Wochen im Urlaub und hat gesagt, Manni, so lange darfst du dieses Gerät ausprobieren. Ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleines Kind. Und hier ist es, mein X-Photonics-Gerät, zumindest für die nächsten 3-4 Wochen. Und das ist nicht nur ein Laserschweißgerät, das ist ein Laserschneidgerät und ein Reinigungsgerät in einem. Also wirklich Wahnsinn, hat sogar einen Drahtvorschub mit dabei, ist nicht die billigste, kleinste Version, sondern ist eine X1 Pro Version. Und das Gerät bietet uns natürlich die Möglichkeit, dass wir uns wirklich mal angucken können, was das billigste Laserschweißgerät der Welt wirklich so zu bieten hat. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich auch mit das kleinste Laserschweißgerät der Welt. Das ist so ein kleines, minimales Gerät. Man sieht das, es ist im Prinzip nicht größer als meine WIC-Schweißgeräte, meine MIG-MAX-Schweißgeräte. Wiegt so 13, 14 Kilo, hat man oben Tragegriff, kann man überall mit hinnehmen. Der Severin hat mir das Gerät geschickt. Ich habe zwei riesengroße Kartons hier bekommen, habe mich gefreut wie ein kleines Kind und habe das Ganze natürlich sofort ausgepackt. Wir gehen einfach mal auf Kickstarter und gucken jetzt, welche Version sich Severin gekauft hat. Wer Kickstarter nicht kennt, das ist ungefähr wie so eine Finanzierungsrunde. Man kann da Geld geben, wenn die Produktion zustande kommt, dann bekommt man ein Gerät, das man vorher ausgewählt hat. Wenn sie nicht zustande kommt, dann sorgt Kickstarter dafür, dass du auch dein Geld wieder bekommst. Hier gibt es verschiedene Versionen und wenn man jetzt hier guckt, die günstigste Version hat 1.699 Dollar gekostet. Also es war schon extrem günstig. Und dann gibt es hier die verschiedenen Varianten, die verschiedenen Ausstattungsmerkmale, ist meistens immer nur halt mehr Zubehör. Und die Version, die wir hier jetzt haben, die hat 2.499 Dollar gekostet, inklusive Schlauchpaket, inklusive Laserpistole, inklusive Drahtvorschub, also ungefähr so, wie wir das haben. Und er hat sich zusätzlich noch einen Schweißhelm dazu gegönnt. Eine Brille wäre inklusive gewesen, hat sich noch Handschuhe dazu gegönnt, hat sich noch ein paar andere Sachen dazu gekauft. Aber ist eigentlich im Prinzip nicht relevant. Das Gerät, was wir jetzt auf meinem Werktisch haben, was wir uns jetzt angucken oder auf meinem Schweißtisch, das ist die Version für 2.499 Dollar. Es wäre aber auch deutlich günstiger gegangen. Da wäre dann der Drahtvorschub nicht dabei und das wäre vom Display ein bisschen einfacher, aber im Prinzip auch wieder ein sehr identisches Gerät. Drahtvorschub hätte man dann aber auch für, glaube ich, 399 Dollar dazu bestellen können. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir haben eine Variante, die bei dieser Kickstarter-Kampagne 2.499 Dollar gekostet hat. Und so dieses klassische Unboxing, das entfällt natürlich in so einem Video, weil das einfach langweilig ist. Man kann aber dazu sagen, es ist eine Menge an Zubehör dabei. Hier ist eine extra Laserbrille dabei, die ist vernünftig eingepackt. Es sind Ersatzdüsen dabei. Es sind verschiedene Linsen dabei, dass man die auch tauschen kann. Das sind ja auch Verschleißteile, die man nicht an jeder Ecke bekommt. Und so ist das Ganze auch sehr, sehr ordentlich in Schaumstoff verpackt. Und man packt das erste Mal aus. Und das Gerät sieht wirklich toll aus. Man wundert sich, wie klein, wie leicht, wie handlich das ist. Man hat eine Bedienungsanleitung dabei, die sagt im Prinzip nicht viel aus. Ist sehr kurzweilig geschrieben und wenn man richtig Probleme hat, denke ich mal, hilft die einem nicht weiter. Gibt einem aber so die ersten Züge, was man so sehen muss und dann kann man so ein Gerät problemlos installieren. Der Witz ist bei dem Gerät, hier oben ist ein QR-Code drauf, das soll man scannen, bevor man das Gerät das erste Mal benutzen möchte. Wenn man diesen QR-Code scannt, dann kommt man auf die Webseite. Könnte man sich noch ein zweites Gerät kaufen, hilft einem nicht so weiter. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe verschiedene Lasergeräte in meinem Leben schon installiert und das hier ist wirklich extrem kinderleicht. Man hat hinten einen Gasanschluss, man hat hinten einen Netzanschluss. Ich habe hier vorne das Laserkabel an sich, das ist schon angeschlossen. Ich habe hier einen Notaus, habe hier einen Schlüssel, dass ich das Ganze halt auch per Schlüssel sichern kann, dass ich das nicht jeder benutzen kann. Habe ich zwei Schlüssel, dann habe ich hier ganz normal eine Masse, eine klassische Masse. Brauchen wir ja
eigentlich beim Laserschweißen nicht. Diese Masse ist mehr eine Sicherheitsvorrichtung, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, die muss am Bauteil sein und der Stromfluss muss gegeben sein. Nur dann kann ich damit schweißen, schneiden, reinigen. Aber ich würde mal so sagen, wer ein normales MIG-MAG-Schweißgerät installieren kann, rüsten kann, der kann auch innerhalb von wirklich 10 Minuten dieses Laserschweißgerät rüsten. Das ist wirklich alles andere an der Stelle als ein Hexenwerk. Der Drahtvorschub ist relativ ähnlich, ist ein schöner 4-Rollen-Drahtvorschub. Davon träumt wirklich jeder Schweißer und der hat eine Funktion. Der läuft also auch in beide Richtungen. Ich kann den Draht einfädeln, ich kann den aber auch wieder zurückziehen. Ich kann hier hinten 5 Kilo Rollen aufnehmen oder 15 Kilo Rollen. Habe hier diesen massiven Drahtvorschub und ich habe erst gedacht, wo sind denn die Ersatzrollen? Habe alles nachgesucht und die sind tatsächlich hier hinten angeschraubt. Die sind hier hinten angeschraubt, hat man also auch noch Ersatzrollen bei. Hier ist es auch ganz einfach. Man hat einmal die Verbindung zu dem Laserschweißgerät. Das kommt übrigens mit einem 230 Volt Netzkabel. Man braucht hier also nicht irgendwo Starkstrom oder dergleichen. Kann man überall einsetzen. Und dann hat man hier die Drahtseele. Das ist ähnlich wie bei einem MAG-Schweißgerät. Und diese Drahtseele geht dann bis hier vorne hin. Und die kann man hier ganz einfach anschrauben, kann sich das ganz einfach einstellen. Und dann kann man eigentlich im Prinzip loslegen. Spannend wird es, wenn man so ein Gerät das erste Mal anmacht. Weil das ist ein unglaublich einfaches System. Ich habe das schon mal auf Deutsch umgestellt. Wenn man anfängt, ist es natürlich auf Englisch. Man kann das in jede beliebige Sprache einstellen. Es sind, glaube ich, 30 Sprachen hinterlegt. Ich habe hier ganz einfach Schweißen, Schneiden, Reinigen. Jetzt gehe ich hier in Schweißen rein, jetzt gehe ich in Bestätigen rein. Jetzt wähle ich hier oben den Werkstoff. Ich habe hier Aluminium, ich habe hier verzinktes Material, ich habe normalen Baustahl, ich habe SUS, das ist Edelstahl. Gehe ich rein, 3 mm auswählen und fertig ist der Bums. Und ich kann los. Schweißen. Finde ich extrem einfach, wenn man so sonst die meisten Geräte sieht. Ich kann hier unten noch kontinuierlich schweißen oder mit Puls. Also das Gerät hat selbst eine Pulsfunktion beim Laser. Ich kann hier das Gasventil schalten. Ich kann den Drahtvorschub ein- oder ausschalten. Kann den Drahtvorschub in jeglicher Beziehung hier irgendwo einstellen und. Habe hier hinten noch Einstellungen. Also es geht unwahrscheinlich tief in Untermenüs und das ist natürlich das Schöne. Aber ich habe auch die Möglichkeit, dass ich hier problemlos, ganz einfach das problemlos einstelle. Also innerhalb von Sekunden. Ich wähle hier aus, ne, was ich schweißen will, welche Materialdicke. Wir nehmen mal 5 mm, gehen hier drauf, drücken hier an, müssen einmal bestätigen, dass wir Schutzausrüstung anhaben. Und dann können wir mit dem Gerät schweißen. Wenn jetzt kein Gas angestellt wäre oder ähnliches, dann würde das Gerät das merken. Unglaublich viele verschiedene Überwachungsfunktionen. Ich kann einfach mal Gas ausstellen, dann sieht er das sofort. Also würde man sich bei jedem Schweißgerät wünschen, ne? Wenn man hier anfangen will zu schweißen, startet er jetzt nicht, bis ich die Gasversorgung so eingestellt habe, wie das Gerät das gerne haben möchte. Und dann kann ich damit ganz einfach schweißen. Ich habe jetzt erstmal ohne Schweißzusatz geschweißt. Das sind 0,6 mm Edelstahlbleche, also wirklich hauchdünn. Ganz einfach gepunktet, sowas ist wirklich problemlos möglich. Ich habe hier ein paar andere Sachen, Materialien einfach mit gepunktet. Das geht also wirklich sehr, sehr gut. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Nimmt man immer die Einstellungen, die das Gerät vorgibt und die passen eigentlich auch. Genauso habe ich hier einfach mal 6 mm Stahl verschweißt. Habe hier mal eine Lage drauf gezogen. Hier hinten bin ich ein bisschen weggerutscht. Da habe ich einen kleinen Fehler reingebaut. Ansonsten sieht das auch gut aus. Also das funktioniert wirklich auf Anhieb und das Ganze schweißt. 5, 6 mm ist natürlich so absolut das Maximum, was so ein Gerät kann. Und da wird man auch keinen dicken Einbrand mehr haben. So ein Gerät hat 700 Watt. Das wundert mich eigentlich ein bisschen, dass man da überhaupt noch 3, 4, 5 mm mit schweißen kann. Aber im Prinzip funktioniert es. Man hat die Einstellungen, man stellt das ein und das Gerät kann schweißen. Und das werden wir natürlich gleich auch noch mal mit Draht probieren. Und so ein Laserschweißgerät ist alles andere als ein Spielzeug. Das merken wir jetzt. Wir gehen hier einfach mal auf Reinigen rüber. Dann drücken wir auf Bestätigen. Und jetzt können wir mit dem Gerät reinigen. Wir müssen hier im Prinzip nichts ändern. Wir können hier die Leistung wählen. Wir können verschiedene andere Bereiche und die Scanbreite, also wie breit er hier reinigt, können wir einstellen. Und dann kann man mit so einem Gerät loslegen. Und wenn man normal mit so einem Gerät jetzt reinigt, dann macht das im Prinzip wenig Spaß. Weil wir können das Gerät aufsetzen und dann
können wir mit dem Gerät arbeiten. Das macht natürlich wenig Spaß, weil man permanent in Kontakt sein muss. Und was macht man? Man zieht hier einfach die Masse ab und das zeigen die komischerweise auch sogar in ihren Werbevideos. Also finde ich sehr extrem. Man macht die Masse hier ran und dann hat man natürlich ein richtig schönes Reinigungsgerät. Und das funktioniert extrem gut, ist aber natürlich auch extrem gefährlich. Ich habe hier einfach mal diese Verzunderung abgereinigt. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier verschiedene andere kleine Bauteile mal gereinigt, hier am Stahl gereinigt. Und ich habe hier einfach mal die Verzinkung abgestrahlt. Auch das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber um auch zu zeigen, wie gefährlich das Ganze ist, habe ich mir jetzt da drüben einfach mal einen Karton eingespannt, habe mal auf diesen Karton geschossen und der fängt wirklich sofort an zu brennen. Also so ein Laser ist wirklich ein sehr, sehr gefährliches Werkzeug. Man sollte da immer wissen, was man macht. Man sollte immer wirklich Schutzausrüstung tragen. Man sollte sich und andere schützen. Ich kann hier auf jede Wand schießen, kann hier einfach also drauf drücken und kann hier auf alles schießen, was sich hier irgendwo im Raum bewegt. Ist wirklich extrem gefährlich. Können wir hier auch nochmal ausprobieren. Ja. Fängt da auch so ein bisschen an zu dampfen, das sieht man. Und wenn man jetzt ein bisschen näher rangeht, ja, und das ist auch Stahl, wenn das jetzt einen Menschen trifft oder ein Auge trifft oder so, und es wird sogar dunkel da, sieht man. Also ein Laser ist wirklich alles andere als ein Spielzeug. Das Ganze mal als kleine, aber sehr, sehr wichtige Anmerkung. Aber man muss ganz grundsätzlich sagen, diese Funktion Strahlen funktioniert extrem gut. Ich habe hier zwei, drei Sachen mal auf die Schnelle gestrahlt und es geht. Es ist so simpel, so einfach. Ich habe das schon mit verschiedenen anderen Lasergeräten gemacht. Die waren deutlich komplexer. Jetzt kann ich hier oben wieder rausgehen und kann in das Thema Schneiden reingehen und kann dann halt auch mit dem Gerät schneiden. Hier drücke ich auf Bestätigen und hier kann ich auch wieder auswählen, wie ich das Ganze machen möchte. Und beim Schneiden habe ich bisher massive Probleme gehabt. Ganz einfach, weil ich nur Argon in meiner Werkstatt habe oder Druckluft und damit funktioniert es nicht. Ich habe hier so ein paar Muster versucht zu schneiden, habe hier mal versucht reinzuschneiden. Also es gibt da irgendwelche Internetvideos, da funktioniert das Ganze. Bei mir hat das hier immer nur Striche hinterlassen, also beim Schneiden. Und das ist halt auch das riesengroße Problem bei so einer Anlage. Wenn man so eine Anlage hat, die Bedienungsanleitung zeige ich euch auch mal. Das ist dieses kleine Heftchen hier. Da sind vorne die ganzen Seiten, was man geliefert kriegt. So ein bisschen die Bedienungsanleitung und das war's. Jetzt ist man extrem aufgeschmissen, wenn man irgendwas nicht hinbekommt. Und das Schneiden, ich habe es mit Druckluft versucht, mit verschiedenen Stärken. Ich habe es mit Argon. Mit Argon war mir schon bewusst, dass es nicht funktioniert. Also man kann ganz minimales Blech nehmen, aber irgendwo 5, 6 mm kriege ich damit in der Form nicht hin. Das wundert mich nicht auch. Ich war ja neulich bei X-Tools noch, da habe ich mir das angeguckt. Da gab es einen extra Kopf zum Schneiden. Den gibt es hier auch nicht im Lieferumfang. Also das hat mich noch so ein bisschen vor Herausforderung gestellt. Und da sieht man halt auch, wo das Problem bei so einer Anlage ist, dass es hier keinen richtigen deutschsprachigen Support gibt, dass man da wirklich keinen anrufen kann, keinen fragen kann. Ich habe zumindest keinen gefunden. Ich habe vorhin ein bisschen im Internet gesucht. Und das ist dann so ein bisschen die Problematik an so einer Anlage. Ich werde mich da aber weiter mit beschäftigen. Ich werde euch dazu nochmal ein Update geben, wenn ich das mit dem Schneiden hinkriege. Aber ich finde immer bei diesen Anlagen das Reinigen so extrem interessant. Und das Schneiden wäre halt interessant, wenn man es in eine CNC-Anlage mit einbringt. Das ist von den Schnittstellen her theoretisch möglich. Aber dann müsste man mit Stickstoff arbeiten und, und. Bei X-Tools haben wir meistens auch mit Stickstoff geschnitten. Was mich jetzt aber nochmal richtig interessiert, ist nochmal richtig mit diesem Gerät zu schweißen und das Ganze mit diesem wunderschönen Drahtvorschub. Und Laserschweißen macht jetzt erst richtig Spaß, wenn man wirklich auch Schweißzusatz hat. Dafür brauche ich hier nur den Drahtvorschub einstellen, einmal draufdrücken. Ich habe dann die Möglichkeit, das Ganze hier zu konfigurieren. Nehmen wir mal 7 einfach. Das sind dann Millimeter die Sekunde. Gehe ich wieder zurück, muss ich das Gerät hier am Schlüsselschalter anschalten, muss ich hier bestätigen und dann kann man loslegen mit dem Schweißen. Ich habe mir auch gleich mal hier Edelstahl genommen, Chrom-Nickelstahl 1.4571, den richtigen Zusatz gerüstet in 0,8 mm. Und dann habe ich hier angefangen, einfach mal eine Strichlage zu ziehen. Richtig schöne Strichlage, funktioniert auf Anhieb. Danach eine Kehlnaht geschweißt, also wie gesagt, das ist nicht dünnes Material, das ist 5 mm Material. Und da sieht man schon, dass die Kehlnähte wirklich sehr dünn sind. Also irgendwo
ist dann natürlich die Leistungsgrenze erreicht. Aber im Prinzip funktioniert es. Wir werden das gleich mal auseinanderkloppen, gucken, wie stabil sowas ist. Und da habe ich hier auch noch eine Kehlnaht geschweißt. Und das würde man sagen, das sieht auch richtig, richtig gut aus. Und so kann man jetzt hier die verschiedensten Materialien verschweißen. Man stellt einfach wieder ein, was man machen will. Ich habe hier zum Beispiel mal einen Würfel geschweißt, ein paar Ecknähte geschweißt. Das würde ich sagen, sieht auch sehr gut aus. Hier bin ich einmal hängen geblieben. Da habe ich eine kleine Stelle. Aber ansonsten von der Nahtstruktur her sieht das auch richtig gut aus. Das sind zwei Stahlrohre, 3 mm, einfach auf 3 mm Stahl eingestellt und dann habe ich das Ganze hier verschweißt, habe hier eine saubere kleine Lage reingezogen. Man kommt auch relativ stark ins Material rein, aber es ist natürlich klar, so eine Anlage ist nichts für jemanden, der hier irgendwo Stahlbau machen will. Sowas ist mehr für kleine filigrane Arbeiten. Zum Beispiel, was ich euch hier schon gezeigt habe vorhin, wenn man hier wirklich so 0,6 mm Edelstahlbleche ganz einfach punktet. Was ich noch Interessantes gemacht habe, weil das Gerät das hier auch vorgibt, das ist hier verzinktes Material. Und das habe ich auch ganz einfach ausgewählt, 3 mm. Das ist 3 mm verzinktes Blech und das war mir auch nicht so bewusst. Wenn ich jetzt hier mit dem Laser schweiße, dann habe ich so eine fokussierte Wärmeeinbringung, dass ich die Verzinkung im Randbereich gar nicht beschädige. Wie viel das hält, werden wir gleich auch mal ausprobieren. Ich habe hier natürlich nicht den richtigen Zusatz verwendet, aber so die Naht an sich sieht wirklich auch gut aus. Das ist jetzt mit einem ganz normalen Chrom-Nickel-Stahl-Zusatz geschweißt, den ich sonst hier vorher für die Nähte auch verwendet habe. Habe ich also nicht extra gewechselt, hätte ich auch nicht den richtigen Zusatz für verzinktes Material da. Aber man kann dieses verzinkte Material schweißen, ohne dass man die Verzinkung hier wirklich in dem Randbereich beschädigt oder nachhaltig beschädigt. Ist wirklich auch sehr interessant. Habe ich mit dem Laser vorher auch noch nie gemacht. Hat auch funktioniert. Von der Festigkeit, so einfach tut sich hier nichts. Ich habe jetzt ein paar Mal hier wirklich massiv mit dem Hammer gegengelascht. Erst im kleinen Schraubstock, dann habe ich hier extra den großen Schraubstock aufgefahren. Aber auch hier verbiegt sich so ein ganz bisschen. Ansonsten tut sich hier wirklich nichts. Also das ist schon eine massive Festigkeit. Ich muss aber auch ganz ehrlicherweise sagen, ich hatte vorher hier mal eine ganz kleine Probenaht gezogen. Wollte eigentlich nur einen Hefter machen, hat so viel Spaß gemacht. Dann ist der Hefter ein bisschen länger geworden. Und trotzdem, man kriegt hier eine gute Festigkeit hin. Bei dem verzinkten Blech kann ich das auch hier eher umkloppen, als dass ich hier irgendwas tut. Ich könnte es jetzt unter einer Presse flach drücken, dann würde es natürlich irgendwann brechen. Aber so dieser Mythos, dass Laserschweißen überhaupt keine Festigkeit hat oder so, das ist völliger Blödsinn. Auch hier bei dem ohne Zusatz geschweißten, da kann ich ruhig ein, zweimal richtig massiv mit einem großen Hammer draufhauen und von wegen habe ich trotzdem auch nicht hier in irgendeiner Form das gleich gebrochen. Also ich denke mal so einen kleinen Einblick, dass die Festigkeit hier doch auch ausreichend ist. Aber an sich sollte das eher ein Gerät sein für die kleinen Spielereien. Sowas mache ich jetzt noch, das blende ich noch so ein bisschen am Ende ein. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Ich finde das auch wirklich eine interessante Geschichte. Und wenn wir uns wahrscheinlich auch alle niemals ein Laserschweißgerät privat kaufen werden, ist das Thema doch wieder immer und immer sehr, sehr interessant.